etwas, was unter Jugendlichen stark verbreitet ist, auch unter religiösen Jugendlichen leider, und das schmerzt mich leider immer wieder, wenn ich das hören muss, das Hören von Haram-Musik. Viele Jugendliche, religiöse Jugendliche, die beten, die fasten, die in Muharram zur Moschee kommen, hören die verbotene Art von Musik. Und diese Fragen kommen immer wieder auf Instagram und so weiter. Musik, ja, es gibt verschiedene Formen der Musik. Es gibt Musik, die als erlaubt eingestuft wird, und es gibt Musik, die als verboten, die als Haram eingestuft wird. Die Musik, die man beispielsweise draußen, sei es im Radio, die als Pop, die als Hip-Hop, die als Rap, was auch immer bekannt ist, was von Leuten gesungen wird, die für ihre Falschheit bekannt ist, diese Art der Musik ist Haram, diese Art der Musik ist verboten. Der Koran verbietet diese Art der Musik und die Überlieferung verbieten diese Art der Musik. Aber weil wir es verlernt haben, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, finden wir immer mehr Jugendliche, die Musik hören. Wobei der Koran, und ich denke, und ich, man muss ja als Muslim immer Gründe finden. Ich denke, viele, die Musik hören, wissen nicht, was für eine große Sünde das ist. Wir reden immer von der Haram-Musik natürlich. Wissen nicht, was für eine schwerwiegende Sünde es ist, Musik zu hören. Wissen nicht, was die Konsequenzen dafür sind, dass man Musik hört. Der Koran selber, wenn er über die Gläubigen spricht in Sura 23, Bismillahirrahmanirrahim, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والذين هم عن اللغو معرضون. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. قد أفلح المؤمنين. Den Gläubigen wird es gut gehen, die in ihrem Gebet demütig sind und denjenigen, die sich von unbedachten Reden abwenden. Das, was gesagt wird, das, was gesungen wird, das, was gesagt wird, die sich davon abwenden. Genauso in Sura 25, Vers 72. Und auch diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen und wenn sie im Vorbeigehen unbedachte Rede hören, würdevoll weitergehen. Sie beachten diese Reden nicht, was beispielsweise in Musik zu hören ist. Überlieferungen machen uns klar und deutlich, dass diejenigen, die Musik hören, dass ihre Häuser vor Katastrophen nicht geschützt sind, vor Unheil nicht geschützt sind. Dass die Engel die Häuser nicht betreten. Das heißt, die Häuser, wo Musik drin gehört wird, sie sind ausgeschlossen von den Segen und der Barmherzigkeit Gottes. Wal'iyadu billah. Imam Ja'far Sadiq a.s. sagte, dass das Haus, in welchem Musik gehört wird, der Wohnsitz von Unglück sein wird. Katastrophen werden einfallen. Die Gebete, welche von dort gemacht werden, nicht beantwortet werden. Und Engel werden nicht an diesem Ort herabsteigen. Der Haushalt wird ausgenommen von den Segnungen Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist keine leichte Sache. Das Hören von Haram-Musik hat großen Einfluss sowohl auf die Psyche als auch auf den Menschen selber. Wissenschaftliche Studien, schaut euch diese gerne mal bei Google an. Heutzutage hat jeder Zugang zum Internet und zum Wissen. Schaut euch an, was Musik mit dem Gehirn des Menschen macht. Es hat die gleiche Funktion oder eine ähnliche Funktion wie Drogen. Es kann süchtig machen. Kennt ihr das? Manche sind süchtig nach Musik. Es aktiviert die gleichen Regionen im Gehirn wie Drogen. Wir reden von dieser verbotenen Art von Musik und die Gelehrten klassifizieren das so, dass diese innere Ruhe des Menschen, diese innere Ausgeglichenheit, dass diese aufgewühlt wird. Dass die triebischen Instinkte des Menschen durch diese verbotene Art der Musik aufgewühlt wird. Das ist die Charakteristik von Haram-Musik. Es hat großen psychischen Einfluss auf den Menschen. Es hat Einfluss auf den Körper des Menschen, auf die Psyche, auf die Seele des Menschen. Es ist keine leichte Sache, dass man, ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich höre dabei Haram-Musik, weil ich trainiere gerade. Ich kann ohne Musik nicht trainieren. Nein, du kannst auch ohne Musik trainieren. Du kannst dir Vorträge anhören, du kannst dir Latmiyat anhören, du kannst dir Anashid anhören. Es gibt viele andere Alternativen. Weiterhin, eine andere Überlieferung besagt, dass einer der Gefährten von Imam Ar-Ridha a.s. Er kam zu ihm und sagte, O Imam, Hisham ibn Ibrahim sagt, dass du die Erlaubnis gabst, Musik zu hören. Ist das richtig? Imam Ridha, du hast erlaubt, dass wir Musik hören? Der Imam sagte, dies ist eine Lüge, dies ist Unwahrheit. Als er mich fragte, sagte ich ihm, dass jemand Imam Muhammad al-Baqir über Musik fragte und der Imam, also Imam al-Baqir, sagte, wenn richtig und falsch aufgeteilt werden, auf welche Seite wäre Gesang und Musik? Der Mann sagte, auf der Seite der Falschheit. Der Imam sagte, du liegst richtig. Ein Beispiel. Und ich glaube, wenn ich dieses Beispiel jetzt erzähle, wird ab heute keiner mehr Haram-Musik hören, der vielleicht bis heute Haram-Musik hört.
Ein Beispiel, haltet euch das immer im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal Haram-Musik anhören wollt. In der Nacht zum 10. Muharram gab es zwei Zeltlager. Das Zeltlager von Imam al-Hussein a.s. und das Zeltlager von Umar ibn Sa'ad. Aus dem einen Zeltlager von Imam al-Hussein hörte man Koran, Munajat, Dua. Aus dem anderen Zeltlager hörte man Musik. Und es wurde getrunken, es gab Spaß und was auch immer. Es gab Haram-Musik, die dort abgespielt wurde. Wenn du jetzt heute hier sitzt, in welchem Lager bist du? Im Lager von Imam al-Hussein a.s. Aber wenn wir Musik hören, zu welchem Lager gehören wir dann eigentlich in Wirklichkeit? Möchte jemand zu dem anderen Lager gehen oder zu dem anderen Lager dazugehören? Stellt euch vor, ihr werdet also in der Nacht vom 10. Muharram. Zu welchem Lager würdet ihr gehen? Da, wo Koran abgespielt wird, wo Dua, wo Munajat oder zu dem Lager, wo Haram-Musik abgespielt wird? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Und das nächste Mal, wenn wir Haram-Musik anhören, sagen, Moment mal, zu welchem Lager gehöre ich? Gehöre ich zum Lager von Imam al-Hussein oder zum Lager von Umar bin Sa'ad? Wenn du zu Umar bin Sa'ad gehören willst, mach Musik an. Dreh es so laut auf, wie du willst. Aber dann sag nicht Labbaika ya Hussein. Weil das sind nur Worte, die du sprichst. Deine Taten sind eher Labbaika Umar bin Sa'ad. Wal'ayadu billah. Und das will keiner von uns, glaub mir. Jeder von uns will auferstehen mit Imam al-Hussein a.s. Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Wir wünschten, wir wären bei euch, damit wir einen großartigen Sieg errungen hätten. Das ist eines der Beispiele. Das nächste Mal, wenn ihr also euch selber jetzt sagt, ab heute höre ich keine Musik mehr. O Hussein ibn Ali, ich verspreche dir ab heute, dass ich ab heute keine Haram-Musik mehr höre, weil ich zu deinem Lager gehören will. Und wenn ihr das mit aufrichtiger Absicht euer Leben lang durchzieht und am Tage des Gerichts, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und unsere Sünden vor uns haben und wir sagen, ja Hussein ibn Ali, gewähre mir die Fürsprache. O Hussein, ich habe aufgehört mit Musik, ich habe aufgehört Haram-Musik zu hören, ich wollte zu deinem Lager gehören. O Hussein ibn Ali, lege Fürsprache für mich ein. Meinte der Imam, wird sagen, nein, ich lege keine Fürsprache ein. Er wird sagen, komm, du gehörst zu mir. Und wenn Hussein ibn Ali am Tage des Gerichts sagt, du gehörst zu mir, kann das Höllenfeuer uns berühren? Kann es irgendwelche Probleme für uns geben, wenn wir an der Seite von Imam Hussein stehen? Keineswegs. Deshalb, Musik hören ist keine leichte Sünde. Ist keine Sünde, die man einfach sagt, egal was soll's. Eine Sünde, die uns vom Lager Hussein zum Lager von Umar bin Sa'ad führt. Wal'i'adhu billah. Daher gewöhnt euch ab heute an, versprecht Allah subhanahu wa ta'ala, ich schwöre ab heute diese Haram-Musik ab. Wenn ich DVDs hört, hat eh keiner mehr. Ich bin noch ein bisschen oldschool. DVDs hat eh keiner mehr. Wenn ihr welche habt, schmeißt sie weg. Wenn ihr auf dem Handy YouTube-Playlisten habt, das ist schon ein bisschen moderner, löscht diese Playlist. Wenn ihr auf Podcasts irgendwelche Musik, Haram-Musik habt, löscht diese Playlists. Und ein Bruder hat mir das letztens erzählt. Er meinte, er war im Auto unterwegs mit einigen Freunden und die haben im Auto Haram-Musik angemacht. Er sagte, schau mal, das ist nicht gut, mach das bitte aus. Wir haben jetzt eine längere Strecke zu fahren, mach das aus, mach was anderes an. Sie sagt, nein, 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 wir hören jetzt diese Musik. Ich bin der Fahrer, ich bestimme. Er hat sich Kopfhörer reingemacht, hat dann Lotmiyat, Koran, was anderes angehört. Auf dem Rückweg hat er gesagt, ich fahre jetzt. Dann ist er gefahren und der fährt, der darf ja anmachen. Er hat Podcasts angemacht, er hat Vorträge angemacht, er hat andere Sachen angemacht. Wir müssen immer versuchen, guten Einfluss auf unsere Umgebung zu haben. Das Gute gebieten und das Schlechte verwehren. Wenn jeder von uns anfängt, heute zu seinem Umfeld, zu seinen Freunden zu sagen, diese Haram-Musik, komm, unterlass es. Wusstest du eigentlich, dass in der Nacht von Ashura im Zeltlager von Umar ibn Sa'ad Haram-Musik abgespielt wurde? Also ich persönlich will nicht zu dem Zeltlager gehören. Redet mit eurem Umfeld, gebietet das Gute, verwehrt das Schlechte. Das war jetzt nur ein Beispiel von 1000 anderen Beispielen, die wir haben.